Ich bin Alex Boos, der Anwalt, und ich begrüße euch zu diesem Video. Wir machen heute ein zweitägiges Video, zweitägig. Und zwar befassen wir uns zum einen etwas mit dem Thema Milchviehhaltung und gesetzliche Grundlagen dazu und machen im Anschluss einen Test, Vergleichstest mit verschiedenen Milchsorten, tierische Milch, pflanzliche Milch als Alternative. Wie schmeckt das Ganze? Was gibt es? Viel Spaß, ich mache das Ganze in zwei Teilen. Wie gesagt, sonst wird es zu lang. Wir fangen an mit dem ersten Teil. Los geht's. Viel Spaß und Prost. Willkommen zu meinem neuen Video. Heute mal ein Thema der ganz anderen Art. Ich habe mich ein bisschen mit Milchkuhhaltung befasst, mit Milchprodukten, wie das gemacht wird, wo das herkommt, wie es den Kühen so geht. Und ich war absolut schockiert und fand es absolut beschissen. Ich habe bisher immer gedacht, wenn man weniger Fleisch isst, also ich esse Fleisch, ich esse auch Käse, Milch, mache ich alles. Ich esse nicht so viel Fleisch, aber hin und wieder. Ich habe eigentlich gedacht, wenn man den Fleischkonsum einschränkt, dann ist schon viel gewonnen. Und das mit Milch, Käse, das ist alles kein Problem. Den Tieren geht es ja gut, ist ja alles Bio und alles super. Und habe aber dann einiges an Videos gesehen. Die Leute, die sich länger schon vielleicht vegetarisch oder auch vegan oder gesund ernähren oder sich mit der Thematik einfach befassen, die wissen das wahrscheinlich schon. Aber diese ganze Milchproduktion ist ein Riesenhaufen Scheiße. Aus meiner Sicht ist ein Riesenhaufen Scheiße. Den Tieren geht es nicht gut, ob Bio oder nicht. Die Tiere müssen kontinuierlich ja, geschwängert werden, dass sie Milch geben. Da muss irgendwas mit den kleinen Kälbern passieren und so weiter und so weiter. Ich will gar nicht so sehr ins Detail gehen. Auf jeden Fall ein Riesenhaufen Scheiße. Da denkt man dann zum Beispiel, ich esse kein Fleisch, also tue ich wirklich was Gutes. Stimmt ja auch. Und macht sich vielleicht gar keine Gedanken, wie beschissen eigentlich diese ganzen Milchprodukte in der Zubereitung für die Tiere sind. Also ganz, ganz schlimm. Und vor allem für die Milchkühe ein lebenslanges Martyrium. Das war mir gar nicht so bewusst, sondern das ist ja ein Zyklus, der passiert immer wieder, immer wieder, immer wieder. Es gibt in Deutschland 4,5 Millionen Milchkühe. Ich mich informiert ohne eine wirkliche gesetzliche Regelung, die Deutschland eingeführt hat. Das ist alles sehr schwammig, sehr wachsweich. Für die Kälber gibt es ein paar kleine, ich sag mal, mickrige gesetzliche Grundlagen für Milchkühe, aber im Wesentlichen nicht. Ich habe mir aufgeschrieben, Deutschland ist der größte Milchproduzent in der EU. Das wusste ich nicht. Die Haltungsbedingungen sind teilweise erschreckend und beschissen. Es sind viele Tiere, es ist zu eng, zu viele Tiere auf engem Raum. Die haben Stress, die haben teilweise Hunger, teilweise zu wenig zu trinken. Die leben teilweise auf blankem Beton. Da ist kein Stroh oder sowas. Und dann liegen sie noch in ihrer eigenen Scheiße. Also richtig beschissen. Das Licht ist teilweise rund um die Uhr an. Und es geht eigentlich nur darum, Milch zu produzieren. Finde ich erschreckend. Ich habe mal ein Video unten verlinkt. Schauen wir uns ein paar Ausschnitte an. Das ist von Robert Mark Lehmann, das ist Mission Milch. Das dunkle Geheimnis der Milchbetriebe, Mission Milch. Nur ein paar Ausschnitte dazu, um darauf mal zu reagieren und sich das anzugucken. Gut, dann fangen wir mal an mit unserer Reaktion hier auf das Video. Deutschland ist der größte Milchproduzent der Europäischen Union. Wie viele Kühe, wie viele Rinder haben wir? Also Milchkühe mit der 4,5 Millionen, sowas. Insgesamt 12 Millionen Kühe in Deutschland, für die es keine Regelung gibt, wie man sie hält. So, sagen wir mal gleich was dazu. Welche Vorschriften gibt es denn für tiergerechte Haltung? Also Europa, der Vorreiter in Anführungszeichen auf europäischer Ebene, die Richtlinie 9858 EG über den Schutz landwirtschaftlicher Nutztiere relevant. Sage ich gleich was dazu. Dann bestimmte Hygienevorschriften, das können wir heute mal aussparen, steht nicht viel Tolles drin. National dann das Tierschutzgesetz, sage ich auch dazu, völlig schwach. Und die Tierschutznutztierhaltungsverordnung. Im ökologischen Bereich dann die Verordnungen 834/2007 und 889 aus 2008. EG-Vorschriften, jeweils Europarecht. Schauen wir weiter, wir haben gehört, wie viel Milchkühe es gibt. Und hier sieht man ja schon, wie unschön das ist. Ich muss hier mal rüber gucken, weil ich das Video hier liegen habe. Ich komme mit Friedrich in den Stall rein und der erste Eindruck ist dann, ja, man ist erschüttert, weil wir haben jetzt mitten in der Nacht und das Licht ist an. Und alle Kühe sind irgendwie hellwach. Unangenehmes Gefühl, wenn man da drin unterwegs ist, es stinkt
abartig nach Mist und Scheiße. Es ist feucht, es ist... Das Bett der Kühe in Deutschland. Das ist aber ein Witz. Das ist blanker, kalter Beton mit Scheiße in Rutsch und Glatt. Die Türe können sich nicht ablegen. Stell dir vor, du nimmst es auf. Wir sind für Kühe als optimale Liegeplätze. Weil die Liegeplätze, die eingestreuten, sind ja die. Es ist dauerhaft was los. Es herrscht ständig geschäftiges Treiben. Das ist ja auch Stress für die Tiere. Die können sich nicht erholen, die können sich nicht zurückziehen. Die sind eng gefärbt. Es sind Eisengitter, es ist Beton, es stinkt, es ist feucht, es ist überall Scheiße. Die Kühe sind voller Scheiße. Manche haben Wunden, Abszesse. Es ist insgesamt eine absolute Katastrophe. Also wie diese Tiere gehalten werden, ist 100% unwürdig. Ein Auszug aus der Richtlinie 9858 des Rates, das ist eine EU-Richtlinie. Die Mitgliedstaaten treffen Vorkehrungen dahingehend, dass der Eigentümer oder Halter alle geeigneten Maßnahmen, also der Eigentümer eines Tieres ist gemeint, alle geeigneten Maßnahmen trifft, um das Wohlergehen seiner Tiere zu gewährleisten und um sicherzustellen, dass den Tieren keine unnötigen Schmerzen, Leiden oder Schäden zugefügt werden. Möchte mal wissen, wie das jetzt zu diesen Bildern hier passt. Dann heißt es weiterhin hier im Anhang, wobei der Anhang einzuhalten ist, auch durch die entsprechenden Tierhalter, Bewegungsfreiheit, die der praktischen Erfahrung und wissenschaftlichen Erkenntnissen nach artgerechte Bewegungsfreiheit eines Tieres darf nicht so eingeschränkt werden, dass dem Tier unnötige Leiden oder Schäden zugefügt werden. Vielen Dank. Ist das vor dem deutschen Tierschutzgesetz okay? Also bringt jeder Veterinär, würde man wahrscheinlich sagen, Daumen hoch. Und es gibt in Deutschland nicht mal eine Haltungsverordnung für erwachsene Rinder. Man muss ja wissen, was diese Scheiße am Boden, dieser Feucht... Er hat schon gesagt, es gibt nicht mal eine Haltungsverordnung für erwachsene Rinder, das ist korrekt. Ich habe dazu auch nichts gefunden. Es gibt ein paar Vorschriften in den Öko-Richtlinien, die uns aber nicht groß weiterhelfen. Dazu kommen wir später. Aber diese Richtlinie des 9858 des Rates sagt dazu überhaupt nichts. Beziehungsweise die bezieht sich halt auf alle Tiere. Und dann gibt es die Tierschutznutztierhaltungsverordnung, die aber überhaupt keine Regelungen für ausgewachsene Rinder enthält, sondern nur für Kälber. Wobei Kälber Hausrinder im Alter von bis zu 6 Monaten sind. Kommen wir dann auch noch drauf. Also, das ist wirklich schwach. Der Boden mit dem Tier. Ja. Jeder kleine Kratzer infiziert sich. Jede Infektion wird immer größer. Und dann entstehen Gelenkentzündungen, dann entstehen offene Gelenke und die Tiere leiden still. Und da enden dann halt diese Tiere. Manche sterben im Betrieb, andere werden halt von irgendwelchen Tiertransportern noch abgeholt. Deutschland oder Europa gekarrt, um halt noch irgendwo zu wursten oder zu Burger gemacht zu werden. Das ist hier alles zukünftiges Hackfleisch, weil so als Steak lässt sich das nicht mehr gut vermarkten. Das geht alles so in die Bulette. Freundlich gefüttert werden von uns halt missbraucht bis zum Letzten. Aber selbst die Schlachter sagen, die Milchkühe, die wehren sich bis zum Letzten, ja, weil irgendwie haben die trotzdem noch Kampfgeist. Wohlgemerkt, diese Tiere leben noch, die man da sieht, gell? Ich will mal eine Vorschrift aus dem Tierschutzgesetz zitieren. Paragraph 2, Tierschutzgesetz. Wer ein Tier hält, betreut oder zu betreuen hat, muss das Tier seiner Art und seinen Bedürfnissen entsprechend angemessen ernähren, pflegen und verhaltensgerecht unterbringen. Kann ich hier nicht sehen. Nummer 2, darf die Möglichkeit des Tieres zu artgemäßer Bewegung nicht so sehr einschränken, dass ihm Schmerzen oder vermeidbare Leiden oder Schäden zugefügt werden. Vielen Dank. Wenn die Schwänze reingebürgt. Das ist ein Elektroschocker hier. Darauf gehen wir später noch ein. Das ist, so wie ich das gelesen habe, zumindest unter Öko-Bedingungen nicht erlaubt. In konventionellen Betrieben gibt es dafür keine Regelung, soweit mir bekannt. Keine Regelung. Was ich eben aus dem Tierschutzgesetz vorgelesen habe oder auch hier aus der Richtlinie 9858, nämlich den Tieren keine unnötigen Schmerzen, Leiden oder Schäden zuzufügen, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Das ist aus meiner Sicht ein klarer Verstoß. Sagen, warte mal ganz kurz, das ist doch Quatsch. Die Veterinäre haben nicht mal wirklich Handhabe dagegen. Der Betrieb kann machen, was er will. Es ist jetzt 2.46 Uhr. Es ist taghell hier drin. Diese Tiere sind rund um die Uhr wach, um Milch für uns zu produzieren.
das ist ein sogenannter Tierwohlstall, das ist ein Laufstall. Und das ist das Witzige, wenn die Leute immer sagen, ja, ich esse ja kein Fleisch, ich bin Vegetarier. Ja gut, sie verurteilen halt andere Kühe zu einem viel längeren Leiden. Ein Fleischrind hat es zumindest noch ein Jahr hinter sich. Die brauchen 3-4 Jahre und manche, es gibt Milchkühe, die halten 8 Jahre durch. Ja? Und das ist unvorstellbar, was die Tiere durchmachen müssen. Mir war das nicht klar. Ich habe, wenn ich mir einen Schuss Milch in die Kaffeetasse getan habe, habe ich immer gedacht, da stehen ein paar schöne Kühe irgendwo auf einer grünen Weide in der Alm und der Biobauer melkt die. Ein Saugentwöhner ist im Prinzip ein Ring mit Stacheln dran und Pieksern, sodass, wenn das Kalb an den Zitzen der Mutter saugen möchte, ihr wehtut und sie das Tier wegdrückt, sodass die gute Milch nicht für das Tier verschwendet wird, sondern dann an uns gehen kann. Das ist jetzt auch wieder so ein Ding, ne? Aus meiner Sicht völliger Verstoß hier gegen diese Richtlinien und auch nicht mit dem Tierwohl vereinbar. Ich habe aber überhaupt nichts dazu gefunden. Das ist nicht verboten. Total krass. Aber wenn man natürlich keine der Kühe hatten, Horn, ja, weil die mit Gewalt ausgebrannt worden sind, ging das halt. Ja, und das ist dann. Zum Thema Enthornung, auch das legal. Das heißt, den Tieren wird mit irgendeiner abstrusen Technik werden die Hörner ausgebrannt, dass das nicht mehr wächst. Im konventionellen Nutztierbereich sowieso erlaubt. In den Öko-Verordnungen eigentlich ausgeschlossen, aber per Ausnahmegenehmigung dann doch wieder zulässig. Und das wird wohl sehr, sehr häufig trotzdem so praktiziert. Lebensraum von einem Kalb? Mann, ihr kleinen armen Scheißerchen. Wollt ihr mich eigentlich verarschen in so einem kleinen Pippi-Teil hier? Hitze, ja? Kälte, Schlafentzug, Helligkeit, Lärm. Das sind all die Sachen, denen die Tiere in der Massentierhaltung ausgesetzt sind. Und um die sich niemand kümmert, dazu kein Veterinär mit der Schulter. Und das ist der Milchaustauscher, das ist der Dreck, den die Tiere bekommen, statt der Muttermilch. Einer Mutter wird ihr Baby, das Kalb, abgenommen, damit wir die Milch trinken können, die eigentlich für das Jungtier ist. Und ja, die werden jetzt. Man sieht hier diese Behausungen, sage ich mal. Dazu sagt die Tierschutznutztierhaltungsverordnung. Ich habe ja gesagt, keine Regeln für ausgewachsene Rinder, aber für Kälber bis 6 Monate. Ställe müssen so gestaltet sein, dass die Kälber ungehindert liegen, aufstehen, sich hinlegen, eine natürliche Körperhaltung einnehmen, sich putzen sowie ungehindert Futter und Wasser aufnehmen können. Und verschiedene andere Dinge. Ja, ist erfüllt. Tolle Verordnung. Man hätte es wahrscheinlich auch noch ein bisschen kleiner machen müssen. Irgendwo hatte ich noch was über Länge und Breite gesehen. Ach ja, hier. Kälber im Alter von über 2 bis 8 Wochen dürfen einzeln in Boxen nur gehalten werden, wenn die Box bei innen angebrachtem Trog mindestens 180 cm lang. Und dann gibt es noch Vorschriften über die Breite, also mindestens mal 90 cm in der Breite beträgt. Und das nennt sich dann Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung. Bin begeistert. Noch 2-3 Wochen hier gehalten in diesen Iglus und dann gehen sie auf den Tiertransport. Auch da werden wieder Gesetze gebrochen, die Tiere werden nicht ordentlich getränkt, nicht entladen zum Ruhezeiten und so weiter. Alle sind gegen Tiertransport. Klar. Aber keiner checkt, dass es die Milch macht. Das ist die Konsequenz von Milchprodukten, Käse, Joghurt und so weiter. Ein süßes, lebensfrohes Kind. In Deutschland gibt es für ausgewachsene Rinder, also quasi für Kälber, gibt es ein paar windige Regeln. Das ist die windige Regel, die wir haben. Was ja lächerlich ist. Aber für die Milchkühe gibt es keine gesetzlichen, verbindlichen Regelungen in Deutschland. Der Bauer kann mit diesen Tieren machen, was er will. Und ist korrekt. Habe ich ja schon jetzt mehrfach gesagt. Ich wollte noch was sagen zu dieser Geschichte, dass da ständig das Licht an ist. Da heißt es hier im Anhang der Richtlinie 9858, also im Europarecht, reicht der natürliche Lichteinfall nicht aus, muss eine geeignete künstliche Beleuchtung vorgesehen werden. Aber es heißt davor, Tiere, die in Gebäuden untergebracht sind, dürfen weder in ständiger Dunkelheit noch ohne angemessene Unterbrechung in künstlicher Beleuchtung gehalten werden. Das ist also nicht legal. Nochmal, das ist eine EU-Richtlinie, das ist EU-Recht. Die Mitgliedstaaten treffen Vorkehrungen dahingehend, dass der Eigentümer eines Tieres alle geeigneten Maßnahmen trifft, um das Wohlergehen seiner Tiere zu gewährleisten. Dieser Anhang ist umzusetzen von den Mitgliedstaaten. Ja, also diese Regeln, die da drin stehen. Die Bundesrepublik Deutschland ist dafür verantwortlich, dass die Bauern oder wer auch immer hier so ein Tier hält,
das einhalten. Ja, ich sehe nicht, dass das ausreichend passiert. Wir sind der größte Milchproduzent in der Europäischen Union, bei Weitem, und haben keine Haltungsrichtlinien, keine Gesetze für Rinder. Ich musste mal die Location wechseln, geht aber jetzt weiter. Also das sind die Schweinerinnen, also die werden in Kürze werfen, die sind dann in so einem Tiefeinstreubereich. Ja, geht schon tief rein. Das Wort Einstreuen falsch, was ja noch wie tief die in die Scheiße da reingehen. Also das ist Kot, ne? Das ist Scheiße, wo die drin stehen. Das sind die Schwangeren jetzt. Wie gesagt, die Kühe müssen ja ständig besamt werden bzw. geschwängert, damit die auch stetig dann Milch produzieren. Anders funktioniert das ja nicht. Ja? Immer noch. Jetzt sind wir hier in einem Stall, der wohl im Alpenvorland ist oder in Bayern, irgendwo relativ weit südlich. Milchkühe, relativ weit südlich. Gute Almmilch. Die alten Rinder. Nicht dein Ernst. Alle angebunden. Da stehen die, alle mit Ketten angebunden. Die haben nicht mal einen Meter Bewegungsfreiheit. Einfach ein Leben lang angekettet. Siehst du, wie der Hals abgescheuert ist? Ja. Das ist in Deutschland erlaubt. Das ist... Ja, das ist erlaubt in der konventionellen Tierhaltung sowieso. Und wie ich schon gesagt habe, auch in den Öko-Verordnungen per Ausnahmegenehmigung auch erlaubt. Und hier dazu auch in der EG-Verordnung: Ist ein Tier ständig oder regelmäßig angebunden oder angekettet oder befindet es sich ständig in einem Haltungssystem, so muss es über einen Platz verfügen, der der praktischen Erfahrung und wissenschaftlichen Erkenntnissen nach seinem physiologischen und ethologischen Bedürfnissen angemessen ist, was das auch immer wieder bedeutet. Artgerechte Bewegungsfreiheit eines Tieres nur so einschränken, dass dem Tier unnötige Leiden oder Schäden nicht zugefügt werden. Ja, ja. Schauen wir mal weiter. 1,5 Millionen Milchkühe in Deutschland werden mit dieser Haltungsform gehalten. Ist erlaubt. Gerade da, wo man denkt, aus dem Chiemgau, aus dem Alpenvorland, aus dem Allgäu, da stehen immer noch ein guter Teil der Tiere genau in solchen Dreckslöchern an den Ketten. Garmisch-Partenkirchen ist ja nicht weit weg von hier, will das tatsächlich als Kulturgut schützen lassen, dass man die Tiere ankettet. Das nennt man dann aber Kombihaltung, weil Kettenhaltung klingt ja dann doch ein bisschen verdächtig. Alter Schwede. Ja, damit sind wir dann auch schon am Ende dieser Ausschnitte. Ich habe das ein bisschen... einzelne Ausschnitte hier genommen aus dem Video von Robert Mark Lehmann. Hier ist noch ein schöner Ausschnitt aus der Richtlinie 9858 EG über den Schutz landwirtschaftlicher Nutztiere. Und zwar heißt es da, Tiere dürfen nur zu landwirtschaftlichen Nutzzwecken gehalten werden, wenn aufgrund ihres Genotyps oder Phänotyps berechtigtermaßen davon ausgegangen werden kann, dass die Haltung ihre Gesundheit und ihr Wohlergehen nicht beeinträchtigt. Ja, ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen. Das Video bringt wirklich krasse Einblicke, wie die Realität in Deutschland aussieht. Ich kann euch nur empfehlen, euch das ganz anzugucken. Link unten in der Beschreibung. Machen wir weiter. Tja, da kommt einem echt einfach nur die Galle hoch. Und dir oder wir uns Menschheit dafür von mir den echt beschissenen dicken Doppeldaumen nach oben. Ganz toll gemacht, ganz toll. Richtig beschissen, was ihr da macht. Es war erwähnt worden, über 1,5 Millionen dieser Milchkühe, auch mit dieser Kettenhaltung. Total abgefahren. Und jetzt, um da mal drauf zu reagieren. Setzen wir uns mal damit auseinander, was wir hier eben in dem Video gesehen haben. Ich habe hier mal Auszug aus der ökologischen Rinderhaltung, Verordnung der EG Nummer 834/2007 und 889/2008, das sind Auszüge. Stand noch Januar 2014 hier, hatte ich jetzt gerade auf die Schnelle gefunden, vom Dienstleistungszentrum ländlicher Raum Rheinhessen nahe Hunsrück. Gibt es verschiedene Vorschriften für die Rinderhaltung, Futter, mindestens 60% aus dem eigenen Betrieb, konventionell erzeugte Futtermittel für Pflanzenfresser nicht zulässig. Tiere müssen ständigen Zugang zu Weideland oder Raufutter haben. Dabei soll der Anteil an Weidegang möglichst hoch sein. Was heißt denn das?
Tiere müssen ständigen Zugang haben, dabei soll der Anteil an Weidegang möglichst hoch sein. Also was wir eben im Video gesehen haben, war offensichtlich keine biologische Haltung. Ich finde aber auch, dass diese Sätze hier so schwammig sind. Der soll der Anteil am Weidegang möglichst hoch sein. Was heißt das denn? Futtermittel müssen gentechnikfrei sein, das was ich eben schon gesagt habe. Kälber müssen während der Säugperiode, das heißt für eine Mindestzeit von 3 Monaten mit natürlicher Milch, vorzugsweise mit der Milch der Muttertiere versorgt werden. Was heißt denn vorzugsweise mit der Milch der Muttertiere? Das heißt eigentlich gar nichts. Haltung hier, Weide und Ausläufe. Die Tiere müssen ständigen Zugang zu Freigelände, vorzugsweise Weideland haben. Ja, wann immer die Witterungsbedingungen dies erlauben. Wenn möglich, muss Weidegang gewährt werden. Ansonsten Freigeländezugang oder Auslauf. Bullen über ein Jahr müssen nicht auf die Weide, wenn Auslauf gewährt wird. Um das nochmal deutlich zu machen, das sind Auszüge aus der biologischen Verordnung, also für die biologische Rinderhaltung. Das, was wir eben gesehen haben, war keine biologische Rinderhaltung. Die können da tun und machen, was sie wollen. Ne? Oder zumindest im weitesten Sinne. Vorschriften über die Ställe. Hier haben wir die Nummer mit der Anbindehaltung. Anbindehaltung ist verboten. Also es gibt eine Ausnahmeregelung, und zwar für Rinder in Kleinbetrieben, also weniger als 20 Kühe, wenn es nicht möglich ist, die Rinder in Gruppen zu halten. Und wenn die Tiere während der Weidezeit Zugang zu Weideland und mindestens 2-mal in der Woche Zugang zu Freigelände haben. Wie viel Zugang? Wie lang? So, und dann gibt es hier Mindeststall- und Auslaufflächen. Dann gucken wir mal bei den Milchkühen. Da habe ich ja gesagt, Stallfläche 6 Quadratmeter pro Tier. Also wirklich toll ist das ja nicht mit den 6 Quadratmetern. Und Regelungen für den Nachwuchs, Tiergesundheit. Die Enthornung darf in der ökologischen, biologischen Tierhaltung nicht routinemäßig durchgeführt werden. Aus Sicherheitsgründen aber, das aber habe ich jetzt eingefügt, oder wenn es der Verbesserung der Gesundheit, des Befindens oder der Hygienebedingungen der Tiere dient, kann dieser Eingriff fallweise genehmigt werden. Also im Einzelfall ja, genehmigungsfähig sind ausschließlich Enthornungen bei Kälbern bis zum Alter von 6 Wochen. Eine Lokalanästhesie muss erfolgen. Also auch das relativ schwammig. Man darf es zwar nicht routinemäßig machen, aber wenn es der Verbesserung der Gesundheit, des Befindens oder der Hygienebedingungen der Tiere dient, dann kann die Behörde das fallweise genehmigen. Ja, das wird wohl sehr oft einschlägig sein, fürchte ich. Beim Ver- und Entladen von Tieren dürfen keine elektrischen Treibhilfen verwendet werden, auch wichtig. Die Höchstanzahl der Rinder bestimmt sich an der Fläche der landwirtschaftlichen, also an der landwirtschaftlichen Nutzfläche. Was ich jetzt aber überhaupt nicht finde. Ja, auch schön. Die Hälfte der geforderten Stallbodenfläche darf nicht aus Spaltenboden bestehen. Also von den 6 Quadratmetern darf die Hälfte dann Spaltenboden sein. Liegebereich muss eingestreut sein. Die Dauer von, hier ist wieder ein schönes Beispiel. Die Dauer von Triebtransporten muss möglichst kurz gehalten werden. Gesetze sollen immer konkret und präzise sein, gell? Na gut. Reichlich Belüftung und ausreichend Tageslicht. Vielen Dank. Der Rest ist relativ viel Blabla. Gut, wir haben den Vorteil mit dem Futter und diese festgelegten Flächen. Also ist ja alles gut und schön, aber wirklich schön ist es nicht. Also mich schockiert dieser Bio-Begriff hier mal wieder umso mehr, weil er suggeriert, dass den Tieren spitzenmäßig geht und das eigentlich in den Vorschriften überhaupt nicht drin steht. Die Vorschriften sind dermaßen schwammig und mehr außer diesen 6 Quadratmetern und bestimmten Futterdingen und ein paar Geschichten in Bezug auf die Anbindehaltung. Ist da eigentlich auch nicht viel geregelt. Ne? Jetzt gucken wir mal nach. Gesetzlicher Mindeststandard in der Nutztierhaltung habe ich hier gefunden. Ausarbeitung des Deutschen Bundestages. Schauen wir hier, gesetzliche Mindestanforderungen in der Rinderhaltung, Seite 17. Im Folgenden werden einige zusätzliche gesetzliche Vorgaben speziell für die Haltung von Mastrindern und Milchkühen herausgearbeitet. Also, Anbindehaltung in der Rinderhaltung ist rückläufig, aber noch erlaubt. Lass uns mal gucken, von wann das überhaupt hier ist. Aus 2019, wenn ich das richtig sehe. Ne? Das sind Hornen. Ist nach § 5 Tierschutzgesetz ohne Betäubung bei Rindern bis zum Alter von 6 Wochen erlaubt. Haben wir eben gesehen, dass das, das betrifft jetzt die konventionelle Tierhaltung hier.
In der Bio-Verordnung hat man ja schon gesehen, dass es bestimmte Einschränkungen gibt, die ich allerdings für relativ lächerlich halte. Grundsätzliche Transportdauer von 8 Stunden kann auch bei Rindern verlängert werden. Hier ganz schön, somit kann sich die Beförderungsdauer auf maximal 29 Stunden summieren. Na, vielen Dank, dass es nicht noch länger ist. Gesetzliche Mindestanforderungen für die Rinderhaltung, Mastrinder und Milchkühe im Überblick. Platzangebot, keine Anforderungen. Keine Anforderungen. Für die Fütterung keine Anforderungen. Fürs Wasser keine Anforderungen. Anbindehaltung erlaubt. Tiergesundheit keine Anforderungen. Enthornen erlaubt. Tierschutzfortbildung nichts. Tiergesundheitsbenchmarking nichts. Auslauf nicht vorgeschrieben. Ja, ist echt fehlen einem die Worte, ne? Macht man sich natürlich Gedanken, ist Bio besser? Und wenn ich so ein bisschen lese, dann sind bei Bio wesentlich die Anzahl der Kühe ein bisschen reglementierter. Enthornt werden diese Kühe trotzdem, das heißt, man macht die Hörner weg. Die Anbindeverhaltung, also die Anbindehaltung ist zwar verboten, aber trotzdem gibt es da teilweise Ausnahmegenehmigungen. Also alles ein bisschen hohl. Und da heißt es ausreichend Platz. So müssen die Milchkühe im Stall also mindestens 6 Quadratmeter und auf Außenflächen mindestens 4,5 Quadratmeter zur Verfügung gestellt haben. Für konventionell gehaltene Kühe gibt es überhaupt keine Platzvorschriften. 6 Quadratmeter, willst du mich verarschen? Weißt du, wie wenig das ist für eine riesige Kuh? Na toll. Anbindehaltung, habe ich schon gesagt, für kleine Betriebe erlaubt, wenn sie mindestens zweimal pro Woche Auslauf haben. Ökofutter ist klar. Also besseres Futter, keine Gentechnik und solche Dinge. Reglementierung von Medikamentengaben bei den Biokühen. Und das war's aber eigentlich auch schon. Ein bisschen größere Liegeflächen im Stall, Verzicht auf Gentechnik. Finde ich jetzt ein schwaches Reglement dafür, dass man meint, man tut irgendwie ein besonders gutes Werk. Ziemlich beschissen, muss ich ganz echt sagen. So, jetzt haben wir uns sehr intensiv mal mit gesetzlichen Regelungen und Verordnungen hier in Deutschland und auch in der EU auseinandergesetzt im Bereich Milchviehhaltung, Rinderhaltung, und zwar im konventionellen Bereich und auch im Biobereich. Und ich muss sagen, ich bin schockiert, wie schwammig zum einen überhaupt die Anforderungen gemacht sind, wie wenig Anforderungen es überhaupt gibt und wie gering der Unterschied ist zwischen Biohaltung und konventioneller Haltung. Also man denkt ja immer Bio, juhe, glückliche Kuh. Aber die Auslegung dieser schwammigen, ja eigentlich fast abstrusen Regelungen, lässt ja so viel Interpretationsraum zu, und so viel Raum auch für schlechte Tierhaltung. Das ist ja unfassbar. Also insoweit, wir haben gesehen, wie schlimm das teilweise ist. Ich weiß nicht, in welchen Betrieben diese Aufnahmen entstanden sind. Ich kann dazu nichts sagen. Es ist sicher kein Einzelfall, sondern es scheint, wir haben das gehört, 1,5 Millionen Tiere, die allein von dieser Anbindehaltung betroffen sind, das ist schon relativ hart. Also braucht keiner zu erzählen, dass da irgendeine Kuh sonderlich glücklich ist. Ist leider so. Tja, richtig beschissen. Auch das ist ein Thema von Recht und Gesetz. Deshalb haben wir uns heute damit befasst. Der Milchtest kommt das nächste Mal, weil das Video jetzt schon viel zu lang ist. Ich wünsche euch für heute was. Befasst euch mal mit dem Thema. Das Video habe ich unten verlinkt. Und ja. Schreibt was dazu, gebt einen Daumen, was auch immer. Und tschüss.